Nase guckst, wo Bitterfeld läuft ein Neonazi im Regen. Auf der Glatze spiegelt der Mond sich gelb und die Uniformhose bleibt kleben. Seinen Führerschein hat er durch Saufen verloren, die Volkssturmversammlung ist aus. Klitschnass ist vom Arsch, er bis über die Ohren läuft die 10 Kilometer nach Haus. Er streckt seinen Arm hoch zum Hitlergruß, das hilft ihm am besten gegen Stress. Denn er weiß, dass er daheim das Vieh noch füttern muss und sein Spitzname ist Rudolf. Streichelt sie zart auf, der Hund will mit ihm noch rumtoben. Er wäscht sich, rasiert seinen Backenbart und dann geht er in sein Zimmer nach oben. Keinesfalls zu den Alten ins Wohnzimmer schnell, nur weg aus dem qualmigen Muff. Die glotzen bis früh um 4 RTL und schlagen sich blutig ins Suff. Schleunigst ins Erziehungsheim, er wickelt sich die Stiefel blank und dann kuschelt er sich in sein braunes Bettzeug ein und schläft wie ein Panzerschrank. Zur Jagd, Feinde gibt's überall und zwar nicht nur in Bitterfeld. Inspiziert noch schnell den Schädel, ob der Haarwuchs ihm befällt. Da rasiert er sich lieber nochmal nass und dann sieht man sein Gesicht.